Dann. Aber ich habe ja eh schon Feuer gecraftet. Doch, doch, ich packe mich hier zwischen die Bäume, gut ist. Das mache ich so. Ja, hier packe ich mich hin. Hier ist erstmal, ja, gut. Hier ist gut. Hier mache ich das. Okay. Ach ja, gut, okay. Was brauchen wir denn? Also wir können ja erstmal wieder hier 9 Engram-Punkte ausgeben. Dann nehmen wir hier die Holzwand. Und das schräge Holzdach. Ach ne, das geht gar nicht mehr. Schade. Die kann ich auch nicht mehr laden. Okay, schade, schade. Gut, dann wird es doch erstmal nur eine Setzhütte. Habe ich das Fundament noch gar nicht. Ein Holzfundament kann ich machen. Fehlen 80 Holz und Fasern. Es gibt doch das, da brauche ich nur noch Fasern. Okay. Aber dann mache ich es gleich aus Holz. Denke ich. Mache ich mir hier die Bäume weg oder gehe ich noch weiter nach hinten? Ich mach mal den hier weg. Und den hier weg. Und den hier weg. Und dann dürfte ich schon mal genug haben. Immer noch nicht. Okay, gut, okay. So, herstellbares. Das da. Zwei. Mach doch sowas nicht. Naja, immerhin. Wir wollen ja mal nicht so sein. So, ja, hier so. Ja, so. Das ist gut. Achso, das haben wir schon. Das lege ich nur auf die 8, denn ich werde noch ein paar mehr bauen. Ausdauer. Ich werde vielleicht doch. Ich werde mir die Wände doch erstmal wohl aus Stroh machen müssen, so wie es aussieht. 7 Punkte. Mal nur so ein kleines Video rein, das sieht immer sehr nett aus. So. Gut. So, dann machen wir hier. Okay. Das reicht erstmal. So. Dann gehen wir wieder weiter Holz hauen. Also ich sag ja, also wenn ich da hinten gebaut hätte, ja, und ich hätte keinen Pteranodon gehabt, das hätte so ewig gebaut. Was ist heute mit meinem Kopf nicht okay? Irgendwie. Naja, auf jeden Fall. Hätte ich da hinten gebaut, ne? Dann. Ich hätte so ewig gebraucht ohne einen Pteranodon. Und dann hätte ich ja immer die riesige Strecke bis zum Wald hinter. Das hätte ich ja. Das hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht überlebt, ne? Bei den ganzen Raptoren da hinten. Das schließt natürlich nicht aus, dass hier auch irgendwann mal Raptoren auftauchen, aber. Hm.
Ich geh mal hier wieder Palmchen bauen. Ach ja. Halten wir uns mal hier ein bisschen den Rücken frei. Katastrophen gibt es immer mal. Pico! Oh, verdammt. Ja, so. Also ich muss sagen, das ist mit diesen Health and Torpor Bars wirklich sehr angenehm. Ich kann mich nicht beschweren. So, meine Lieben und Liebenden, was brauchen wir denn noch? Holz. Also ich mache erstmal, glaube ich, so 4 Fundamente. Das soll für den Anfang dann auch erstmal reichen. Und dann können wir wieder 2 machen. Hier können wir noch einen von herstellen. Und dann können wir Strohwände machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Dann machen wir schon mal Strohwände. So, und hier. Nö. Angriffsschaden ist nicht verkehrt. Die wollte ich haben. Ah, das geht wieder nicht. Okay, gut. Okay, alles klar. So, jetzt wieder zurück. Also ich glaube, ich werde noch ein bisschen was an den Einstellungen rumstellen, damit das Leveln so ein bisschen schneller geht. Es geht mir doch noch so ein bisschen zu langsam. Das kann wirklich schneller gehen. Ach, da ist ja schon wieder ein Hilo. 2 sogar. Ja, noch sind sie weit genug weg. Dann mache ich mal. Achso, 7. Zack. Zack. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön klein, aber. Und das ist nochmal auf die 7. Zack. 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 Und das war schon wieder. Ja. Wunderschön. So, und ihr kriegt jetzt mal 1 auf die Gusch. Level 9. Wieso kommst du hier einfach rein? Mach keinen Scheiß.
da. Fleisch ohne Ende. Ab ins Feuer mit dir. Hoch, 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 hoch. So, was bräuchte ich denn noch? Für so ein... Will ich hier noch ein Fundament ranklatschen? Ich weiß es nicht. Also es ist noch ziemlich klein, ja, aber... Ich bin am Überlegen, muss es größer sein? Ich glaube ja, ne? Also größer wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ach, dich habe ich ja liegen lassen, Mensch. Das geht natürlich nicht. Nee, nee, du, das geht nicht. Ja, aber... Vielleicht nehme ich doch den Multiplikator noch ein bisschen weiter hoch dann. Also nicht den EP-Multiplikator, aber den Farm-Multiplikator. Ich meine, da bin ich zwar 1x3 wieder total voll. Das finde ich auch ziemlich nervtötend, glaube ich. Also du schlägst zweimal mit der Axt zu und bist eigentlich schon voll und kannst die halt wieder wegschmeißen. Das ist umständlich am Anfang. Von daher machen wir das mal nicht so. Da rennt irgendwas. Was ist denn das? Ach, ein Dilo. Okay. Ja, Dilos sind mir wurscht. Pardon. Nix kaputt, echt Leder. Schau einfach mal nach. Vielleicht haben wir ja Glück. Möglicherweise haben wir das. Ich hab's Durst. Noch mal eine Beere für mich. Komm ich da jetzt drauf? So uralt der Song. Ich werde mit dir, ich kann dich nicht looten. Ich wette es. Wetten, ich gewinne. Boah, es blendet so. Hallo. Ich kann's öffnen. Geilo. Yeah, der war für mich bestimmt. Ja, yeah, wie cool. Ich habe einen Schlafsack, auch sehr wichtig, super wichtig am Anfang. Schlafsack zu haben, wenn man drauf geht. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, vielleicht sollte ich die Einstellung doch mal etwas spielfreudlicher machen, weil du läufst 10 Schritte und hast wieder Durst, ist ja auch doof. Ich meine, in der Wüste ist das realistisch, aber hier nicht so wirklich. Warte mal, was hatte ich denn jetzt für Fundamente? Ach so, da kann ich... Okay. Ah, scheiße, ich wollte gern hier noch ranbauen. Passt hier... Hier noch passt doch was hin. Okay, dann mache ich hier nochmal lang. Dann müssen wir die Strohwände nochmal abreißen. Abreißen? Abreißen. So. Okay. Ja. So. Und jetzt herstellen. Holzwand. 2 Stück. Sehr gut. Und hiervon will ich auch noch eine haben. So eine Kiste. Auch noch Holz. Oh weia. Hehe.
Meine Ratten ärgern sich wieder im Käfig. Jetzt werde ich hier doch mal meine Baumriesen wegnehmen. Aber eins verlasse ich immer um meine Hütte stehen. Sieht ja doch schöner aus, so mit Bäumchen. So. So. Und dann muss hier noch zu. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann. Ja komm, ich mache jetzt hier einfach noch Strohwände. Geht schneller. Ich weiß, es sieht jetzt übelst komisch aus, aber ich habe mir vorgenommen, ich mache die Folge so lang, bis mein Häuschen steht. Und ich wollte jetzt auch nicht noch Stunden hier mit euch weiterbauen. So, ja, so ist das doch schon mal schön. So, und dann müsste jetzt eigentlich noch ein Tür-Dings-Rahmen hin. Also, wird doch. Sieht zwar komisch aus, aber ja, mein Gott. Was brauche ich denn noch für Strohwände? Strohwände? Strohwände. Fasern. Und Stroh. Okay. Also Fasern finde ich hier nicht so viel. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall auf mein Häuschen noch ein zweites Stockwerk setzen, damit es nicht ganz so beengend ist. So. Ja. Das packen wir jetzt auch noch irgendwie. So, dann nehme ich mir noch die Büschchen da hinten. Mal gucken, ob man hier irgendeinen Felsen auch als Zehnfelsen benutzen kann.
falls man jetzt doch in die Situation kommt, einen Raptor zu sehen, ich meine, Slingshot habe ich ja jetzt, dass man sich dann da hochflüchten kann. Ah, verdammt. Okay, warte, hier? Hier sieht's gut aus. Komm ich hoch. Nee. Noch nicht. Oh, die Sonne geht unter. Ah, ich beeile mich. So. Wie viel können wir jetzt machen? Vielleicht mache ich jetzt auch einfach nur so eine schräge Holzwand. Rechts, links, rechts, links, schräge Strohdach. Da, ja, 6, mein Gott, ist ja wurscht, wenn eins zu viel ist. Ja, ich weiß ja. So, jetzt kommt da noch ein hübscher Biegel drauf. Verdammt, ich glaube, ich habe mich verkalkuliert. Ich glaube es. Ich will den Giebel auf den beiden Seiten haben. Das heißt, ich muss... Nee, es passt doch. Okay, gut, sehr gut. Ah, cool. Dann ist es auch nicht mehr ganz so beengt. Passt doch, und wir sind schneller fertig. Links. Rechts. Ja. Es wird ein Schuh draus. So. Warte, das lege ich mir hier drauf. Bitte doch. Haha. So, hier. Nee. Warte. So. Und jetzt machen wir das Ding zu. Zu. Ist jetzt zwar gleich ein bisschen dunkel hier drin. Och Gott, wie lauschig. Ach, ist das süß. Ich fühle mich hier voll wohl drin gerade. So ein süßes Häuschen. Yeah. Ja, ich wollte gerade so abmoderieren. Mein Gott, warum nicht? Also, ja. Danke fürs Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey, du pfeifst nicht. Was ist mit dir los? Bist du krank? Nein, ich habe nur ein Strohdach im Gesicht. Oh Mann. Jetzt kommen wir in den Sumpf. Da werde ich bestimmt nicht zähmen. So bescheuert bin ich nicht. Natürlich, da hole ich mir Gott und die Welt was, aber kein Paracetamol. Nee, jetzt nicht euer Ernst, oder? Ehrlich jetzt? Wenn ich die abschieße? Ich würde mal was probieren, dann ziehe ich die hier oben auf den Felsen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich die dann auch... Wie viel von denen auch, ne? Was bist denn du? Weiblich? Level 25. Oh, da fliegen schon die. Wie zum Beispiel. Die, sag schon, die. Der ganze Berg ist voll von denen. Ah. So. Guckt euch das an. Jetzt weiter.
Alter. Ich gucke so schön die Bilder. Ich hätte nicht trinken gehen sollen. Naja. So, da hinten waren wir. Jetzt muss ich mal kurz ausruhen. Ja. So.